So, bevor das Video losgeht, Dach zusammen. Ja, also mir ist durchaus klar, dass der Videotitel mal wieder einige Leute triggern wird. So. Deswegen hier ein paar Hinweise. Die Kommentare werden natürlich moderiert. Ja, immer bei dieser Gelegenheit. Wenn sowas kommt, weil manche Leute können sich einfach nicht benehmen. Die müssen in ihrem Dasein als Fanboy komplett undifferenziert losplappern. Verstehen nur die Hälfte, schon bei denen auf dem Kanal nicht. Bei mir dann erst recht nicht. Lasst es einfach. Vergisst es. Ja. Macht einen Daumen runter und geht wieder. Ja, das ist langweilig. Ja. Ich kenne mich mit diesen Motoren aus, seit die neu sind. Ja. Deswegen gefällt mir das nicht, wie in diesem Video. Ich habe keine Ahnung, was sie da getrieben haben. Das war jedenfalls nichts Ehrliches. So, das ist meine Meinung. Ja. Und wir benötigen keine Meinungsnazis. Brauchen wir nicht. Ja. Jeden seine Meinung. Ja. Ihr dürft eure für euch behalten, wenn ihr nicht differenziert argumentieren könnt. Ja. Diese Motoren laufen ganz bequem 300.000 Kilometer. Dieser hier hat sogar 312.000 Kilometer runter. Wenn ich jetzt die Zündspule wieder einbaue, springt der auch an. Der fährt. Ganz problemlos. Der ist gestorben an einem Wildunfall. Sonst wäre er weitergefahren. Er hat sogar einen neuen Zahnriemen gekriegt. 300.000 ist nicht die Grenze. Deswegen, ich kenne diese Motoren wirklich von innen und von außen. Ich habe sie überholt. Ich habe alle Teile in der Hand gehabt. Ich weiß, welche Spuren im Zylinder normal sind und welche vor allen Dingen die Drosselklappe verschmutzen. Nämlich so gut wie gar keine. Der Wagen steht jetzt hier seit 2 Jahren. Ja? Der lief vorher durchgehend im Kurierdienst. Ist ziemlich unmöglich, wie die Drosselklappe da aussah in dem Video. Aber wie gesagt, im Video mehr dazu. Und nochmal der Hinweis: Wir brauchen keine Alpha-Kevins, die hier rumpoleten. Ja, die fliegen. Niemand wird eure Kommentare lesen. Die wird keiner zu Gesicht bekommen. Nur als Hinweis. Wer sich nicht benehmen kann, fliegt. Die Kommentare werden ungelesen gelöscht. Beziehungsweise einer liest die und das bin nicht ich. Das ist jemand von meinen Mitgliedern, der moderiert das Ganze. Gibt ja immer Leute, die halten es für ein Argument, einen Fußboden zu beschreiben, Kleidung zu beschreiben. Und nicht vorhandenes Fachwissen in den Raum zu schmeißen. Und ja, das geht nicht. Das macht keinen Sinn. Das hilft keinem weiter. Das interessiert auch niemanden. Ne? Also von daher, benehmt euch, dann wird alles schön. So, viel Spaß beim Video. Alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt.
moin zusammen. Ja. Erste Ansage an die diversen Fanboys, die jetzt garantiert wieder auf dieser Seite landen, beziehungsweise auf meinem Kanal. Alles gut. Keiner tut euch was. Keiner tut den beiden was. Nur so ein paar Dinge sollte man vielleicht mal kritisch hinterfragen. Die Geschichte, dass grundsätzlich günstige Fahrzeuge verteufelt werden. Nur neu ist gut. Ja. Oh, der hat ja schon 140.000 runter. Blödsinn. So. Das ist Bullshit. Das ist Quark. Das ist eine Form der Dressur, nenne ich das. Ja. Wenn man Menschen darauf trainieren möchte, nur noch Fahrzeuge bis zu einem gewissen Kilometerstand zu fahren, geht mir das gegen den Strich. Ich habe unseren Volvo verkauft, Benziner, bei über 400.000. Ich habe unseren Golf 3 SDI verkauft bei 487.000 Kilometern. Der fährt heute noch, hat knapp 700.000 runter. So. Dieser kleine hier hat 279.000 Kilometer runter. Und wie man hört, gut, der Auspuff fehlt, ja, der liegt hier vorne. Wie man hört, ein ausgesprochen gut laufender Wagen, ne? Ja. Also zu erzählen, dass bei 130.000, 140.000 diese Motoren kaputt sind, ist totaler Quark. Ich kenne die Dinger auch mit über 400.000. Teilweise mit Gasanlagen. Also man soll schon die Kirche im Dorf lassen und so ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. So. Schauen wir uns das mal an. Also das Fahrzeug bei denen lief unrund und hatte Probleme mit der Kupplung. Wobei ich das mit dem Unrundlaufen ehrlich gesagt nicht gehört habe. Der lief sogar ausgesprochen gut, fand ich. So. Jetzt brauchen wir einen Zehner. Fanboys neigen ja immer dazu, Menschen zu glorifizieren. Und alles, was die machen, ist toll, ist toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die beiden nicht mehr abonniert. Seit die die Realität ein Stück weit verlassen haben. Es soll wirklich Leute geben, die haben so wenig Geld, dass sie solche Autos hier fahren müssen. Ich meine, ich habe das Ding aus, als Hobby. Ne? Ich habe sogar viele davon. Als Hobby. Und allen zu sagen, sie sind selber schuld, wenn sie ein 700-Euro-Auto kaufen, Blödsinn. Mein Golf 3 mit TÜV 200 Euro. Mein Golf 4 SDI, TÜV fertig bis auf zwei Reifen, 200 Euro. Ne? Also ist da wirklich nicht viel zu verlieren. Aber Menschen zu sagen, die wenig Geld haben, lasst es einfach sein, kauft kein Auto mit eurem Geld. Schwachsinn. Ja. Oh, der eine Schlauch hier an der Seite. So. Oh, mal gucken. So, als erstes gucken wir mal, wo die Kurbelgehäuseentlüftung hingeht. So, die Kurbelgehäuseentlüftung geht hier lang und in diesen Trichter hier. Nummer 1, diese schwarze Drosselklappe, die Sie da gezeigt haben. Wir haben den Wagen ja auch laufen lassen, ne? Diese schwarze Drosselklappe hätte Unmengen an Öl durch die Verbrennung jagen müssen. Ich werde jetzt mal Folgendes tun. Ich nehme jetzt ein bisschen Motoröl. Sehr viel weniger und frisch. Irgendeinen billigen Scheiß, genau. Nehme normalerweise nur zum Motor zusammenbauen. So, jetzt genau darauf achten, wie viel ich da reinpacke. So. Gesehen?
Ich blende euch noch mal eben kurz ein, wie die Drosselklappe bei dem Auto aussah. Nochmal betonen, das hier ist frisches Öl. Ihr habt gesehen, wie die aussahen. So, wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Wie gesagt, der hat keinen Auspuff. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das rauskommt. Ja. Diesen kleinen Tropfen, den ich jetzt reingepackt habe, der wird ein Endergebnis haben. Und der Katalysator ändert nichts daran. Nach viel Drehzahl an, aber durch den Auspuff ist das halt, das waren jetzt maximal 2.500. Nur, dass das mal ein bisschen mitgerissen wird, damit man das mal sieht. Also bei dem Öl, was die beiden Kollegen da an der Drosselklappe hatten, dürftest du in der Werkstatt nichts mehr sehen. Ergo, erster Fail. Blödsinn. So, hier ist der Kilometerstand des Fahrzeugs. Na? 279.826. Ich mache mir keine Sorgen, der kriegt einen neuen Zahnriemen etc. und dann fährt der Motor weiter. Ja. Wenn der Motor so läuft, hat er meistens auch kein Problem. Ja. Dreht spontan hoch. Halt nur jetzt laut. Ne? So, als nächstes der Quark mit dem Aluminium-Öl-Gemisch, der da angemerkt wurde. Wir werden mal erzählen, wie da ein Aluminium-Öl-Gemisch hinkommen soll. Das kollierte Ding hier, ne? Dieses Teil, das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. So, kann man mal erzählen, wie unten aus dem Kurbeltrieb, der vollständig aus Stahl besteht, ein Aluminium-Öl-Gemisch kommen soll. Nee, ne, ich auch nicht. Ja, die Drosselklappe habe ich im letzten Video sauber gemacht. Ja. Jetzt schauen wir uns mal den Luftfilter an, wie das denn alles funktioniert. Ja, den Luftfilter hat jemand konstruiert, der Langeweile hatte offensichtlich. Oder die hatten zu viel Schrauben übrig, das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall ist das ein zweigeteilter Luftfilter in dem Fall. Wie gesagt, das ist ein zweigeteilter Luftfilter. Ne? So, und jetzt gucken wir uns das ganze System mal an. Die Kurbelgehäuseentlüftung ist hier angeschraubt, richtig? Ne? Angestöpselt. Geht hier über ein Ventil. Dieses Ventil ist deswegen da drin, weil eben reichhaltige Öldämpfe da durchkommen. Oder durchkommen können. Ne? Das würde mich doch stark wundern. Und das hier ist eigentlich schon viel. Ja? Dieser Luftfilter ist jetzt da drin seit knapp 3 Jahren. Ja? Also seit 3 Jahren hat da keiner mehr was sauber gemacht. Ne? Das sieht man auch ganz gut. An dem Auto habe ich, wie gesagt, nichts gemacht. Ich habe mir vor 2 Jahren gekauft. Und das war es dann auch. So. Wie gesagt, das ist das Maximum, was da rauskommt eigentlich. Und wie gesagt, der Motor hat fast 300.000 Kilometer runter. Ne? Mehr geht eigentlich auch nicht. So, das lassen wir jetzt mal ab. Dass ein Motor mit 300.000 Kilometern durchaus Verschleiß hat,
Klar, oder? Der wird auch Öl brauchen. Sicher. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Druck aus so einem Kurbelgehäuse überhaupt rauskommt. Und ob wir da ein Aluminium-Ölgemisch rauskriegen. So, jetzt wird es laut. Euch mal näher dran. So, das ist der Strom, der aus so einer Kurbelgehäuseentlüftung rauskommt. Nach 300.000 Kilometern. Also knapp 300.000. Ne? Ich runde jetzt mal auf. So, kein Druck. Den Öleinfülldeckel habe ich auch gleich mal abgenommen. Der tanzt. Aber hier kommt kein Druck raus. Und das Öl sieht schlimmer aus als das bei dem Fahrzeug, was die beiden da stehen hatten. Wir haben hier keinen Druck auf dem Kurbelgehäuse. Das misst man mal als allererstes. Die Dinger neigen öfter mal zu verklebten Kolbenringen. Und da mit einer Kompressionsmessung das Todesurteil über so einen Motor zu sprechen, hochgradig unseriös. Hm? Als allererstes kommt mal das alte Öl raus. Dann kommt da eine Ölspülung rein mit einem billigen Öl. Dann wird der Motor gefahren. Dann kommt das Öl da nochmal mit einer Ölspülung raus. Dann vernünftiges 5W30 Öl. Und dann sehen wir mal zu, wie er sich dann anhört. Hm? Das wäre eine Diagnose. Und nicht, hat keine Kompression. So wie das Öl aussah in dem Fahrzeug, hatte der hundertprozentig auf dem vierten Zylinder verklebte Kolbenringe. Einer schrieb da in die Kommentare, Petroleum rein, über Nacht stehen lassen, rausziehen und dann mal gucken. Gute Möglichkeit. So, machen wir den Motor wieder aus. Wie gesagt, hier kommt nichts. Ne? Gebe jetzt gerne auch noch mal ein bisschen Gas. Dann werden wir sehen. Das, was ihr gerade gehört habt, war der Drehzahlbegrenzer. Ich habe den bis hinten hin rausgedreht. Und kam da was? Nee, ne? Nach 300.000 Kilometern kam da nichts. Ja, wenn man sich schon vorbereitet auf so eine Sendung, sollte man sich eventuell erst informieren. Das sind nämlich nicht die 1,4 Liter 8 Ventiler, die das Öl da oben rauspumpen, sondern die 16 Ventiler. Klassischer Fehler beim Faken. Wie kriegt man jetzt so eine, Kompressionsmessung manipuliert? Ist auch nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Hm? Und zwar, achtet mal drauf, ob die Drosselklappe arbeitet bei den beiden, wenn die das machen. Hm? Kompressionsmessung wird bei komplett geöffneter Drosselklappe durchgeführt. Interessant, ne? Okay, machen wir mal eine Kompressionsprüfung. Schauen wir mal. So. So viel Fachwissen sollte ich Kfz-Meistern wirklich zutrauen dürfen. Plop. Ich liebe diese Zange. Schön. Sehr empfehlenswert.
wie gesagt, bei dem 2-Liter-Golf erst recht, aber bei dem hier ist immer angenehm, wenn man die Dinger nicht anfassen muss. War klar. Also mit der Ölmenge oben an der Drosselklappe, die überhaupt nicht plausibel zu erklären ist, selbst wenn der Motor komplett in den Fritten ist und so ruhig wie der lief, war das nicht nachvollziehbar, nicht im Ansatz. Diese Motoren sind eigentlich eisern. Ne? So. Was haben wir hier? Oben sauber Kerze, brennende Kerze, aber komplett verschlissen. Ne? Wir sind nicht unterhalten. Siehst du? Der läuft sogar mit so einer Kerze noch gut. Die Drosselklappe bei ihm hier hat keinen Seilzug. Das bedeutet, er hat E-Gas. Wenn man denn jetzt ein Vollgas geben würde, die Erklärung zu der Geschichte gerade, wenn man jetzt Vollgas geben würde beim Starten und dann das Starten sein lässt, müsste es ein Klappern geben. Das zeige ich gleich. Auch hier komplett verschlissen. Läuft aber immer noch anständig und ne, schwarz. Das heißt nichts. Ich mag es ganz ungern, wenn ich für dumm verkauft werde. Ich habe den Kanal, wie gesagt, nicht mehr abonniert, weil es mich nur aufregt, was sie da treiben. Wie zum Beispiel Jürgen ständig über den Leisten gezogen wird von dem anderen Vogel da. Der wird wahrscheinlich auch in meine Kommentare irgendwann mal reinschreiben, ich würde sie nutzen, um Klicks zu generieren. Interessiert mich ein Scheiß, ernsthaft. Wer Mist baut, muss damit rechnen, dass da eine Antwort kommt. Jetzt habe ich blöderweise nur den Kompressionsmesser, der PSI anzeigt. Ja, ich versuche es gleich mal umzurechnen. So, dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist jetzt der vierte Zylinder. Die neigen übrigens auf dem vierten Zylinder immer zu Kompressionsverlust. Aber weil es so schön ist, werde ich das jetzt einmal mit und einmal ohne geschlossene Drosselklappe machen. Hier oben seht ihr im Winkel die Drosselklappe, richtig? Die werdet ihr gleich sehen. Wenn ich die Zündung anmache, wird die aufgehen, weil ich Gas gebe. E-Gas halt. Und wenn ich dann loslasse, klappert die zu. Die klappt wirklich zu. Beim zweiten Mal werde ich die zulassen. Also. Sieht man das? Denkt schon, oder? Oh, was haben wir da? Mit offener Drosselklappe liegen wir bei 200 PSI. Ist jetzt auch nicht wichtig, die Maßeinheit. Ist nicht wirklich wichtig. So, ihr habt die Drosselklappe gesehen, ne? Jetzt lasse ich sie zu.
Definitiv weniger, ne? Nicht so viel, wie ich dachte, aber definitiv weniger. Aber 13 zu 10 Bar ist dann auch nicht, ne? Also merken wir uns, 200 PSI hat er auf diesem Zylinder. Ich muss das gleich mal irgendwie umrechnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das umrechnet. Die restlichen messe ich jetzt mit offener Drosselklappe, wie man es übrigens auch macht. Nicht mit geschlossener. Naja, der Arbeitstakt des Motors, ne, läuft ja auch weiter, auch wenn er jetzt nicht gezündet wird und nicht einspritzt. Das läuft ja alles weiter. Ne? Der muss Luft ansaugen können. Wenn die Drosselklappe geschlossen ist, macht er das nicht. Die Drosselklappe hemmt das Ganze. Wenn sie offen ist, freier Durchgang. Ja. Aber wie gesagt, auf dem vierten Zylinder haben die immer etwas weniger Kompression nach ein paar Kilometern. Knapp vor 200. Ich zähle übrigens immer bis 26 im Kopf. Also solange der Anlasser dreht. Ne? Damit das irgendwie vergleichbar ist. Hier nochmal die Drosselklappe. Das habe ich witzigerweise nicht gehört bei deren Test. Ne? Entweder bin ich nicht richtig drauf oder der Zylinder hat gar keine Kompression. Wir sind hier bei unter 150 PSI. Kann natürlich auch sein, dass ich da nicht richtig drauf bin. Versuchen wir es nochmal. Und selbst wenn das so sein sollte, werde ich mir deswegen nicht ins Höschen machen. War nicht richtig drauf. Bei 175 sind wir jetzt. Okay. Also bei diesen Motoren, diesen Unterschied in den Zylindern zu haben, ist nicht schlimm. Wir versuchen zwar, so einen Motor möglichst gleichmäßig laufen zu lassen, aber wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Seat-Motor. Ein alter VW-Motor im Grunde genommen. Naja, so alt auch wieder nicht, aber ne, das ist schon die neuere Konstruktion. So, der hat 175. Mal gucken. Der erste hat traditionell eigentlich immer ziemlich viel. Auch 175. Also haben wir im Grunde genommen mit dem vierten den Ausreißer. Völlig ungewöhnlich für den Motor. Eigentlich ist der vierte immer der geringste. So, jetzt testen wir mal was. So. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ihm ein bisschen mehr Kompression verpassen. Wie gesagt, der Wagen steht seit 2 Jahren. WD-40 ist übrigens kein Schmiermittel. WD-40 löst verharztes Öl auf. Und wie gesagt, ich habe an dem Motor hier nichts gemacht.
Da ist noch das alte Öl drin, beziehungsweise ich habe nur ein bisschen aufgefüllt. Ja, das lassen wir jetzt einwirken. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nein, keine Angst, ist noch nicht so weit. Ja, warum riecht mich das auf andere Weise ziemlich auf, was sie da gemacht haben? Wenn ich eine gut laufende Werkstatt habe, ich unterstelle jetzt mal, dass das eine gut laufende Werkstatt ist. Ich stehe ja immer ziemlich voll da drin. Und da kommt ein Kunde an, pass mal auf, ich habe für 700 Euro ein Auto gekauft. Kannst du mal gucken, was mit der Kupplung los ist. So, die Kupplung zeige ich euch gleich, wie viel die kostet. Der Motor hier ist in einer Stunde draußen. Kein Witz. Der Motor ist in einer Stunde draußen. Diese komplette Front, ne, diese komplette Front kann man abschrauben. Mit Stoßstange, mit Lampen, mit allem drum und dran. Dann wird der Motor gelöst. Das sind nicht viele Schrauben. Einmal nach vorne rausgenommen. Kupplung rauf, Kupplung zu. Wieder rein. Mag das, lass das 2 Stunden kosten mit einem Materialeinsatz. Ich sage jetzt einfach mal, ich werfe mal irgendwas in den Raum mit 60, 70 Euro für eine neue Kupplung. Mehr kostet die nämlich nicht. Ernsthaft, die kostet wirklich nicht mehr. Die Kupplung für den Sierra hat nagelneu nur 50 Euro gekostet. Ne? Das sind Legenden. Ne? Diese Legendenbildung hasse ich wie die Pest. So, der Mann hat 500 Euro Budget. So. Da spüle ich in den Motor, wirklich komplett durchspülen, dass da vernünftiges Öl reinkommt, mache die Drosselklappe sauber, mache eine komplette Inspektion und mache eben die scheiß Kupplung wieder fertig. Letztendlich ist das nichts weiter als das Ausrücklager, was da festhängt, dass es so schwer geht. Die Umlenkung wird es nicht sein. Das ist das Ausrücklager. Mach ihm eine neue Kupplung rein, scheiß der Hund drauf. Ja. Ein Hobbyschrauber. Es gibt ja folgende Möglichkeiten, also wenn man so eine Werkstatt hat. Entweder man geht davon aus, das ist mein Kunde. Tue ich ihm was Gutes, kommt er wieder. Oder ich habe es einfach nicht mehr nötig und schicke den weg und lache sein Auto aus. Und verurteile seine Entscheidung, für 700 Euro ein Auto zu kaufen. Tja, wie man es besser macht, könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. So. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache dir das für 500 Euro, der Mann kommt ja wieder. Der weiß ja, ich helfe ihm. Beim nächsten Mal kostet es vielleicht ein bisschen mehr. Aber okay. Warum nicht? Man kann für 500 Euro dieses Auto durchaus bis ans Ende von TÜV und vielleicht nochmal drüber anlaufen halten. Ganz bequem. Das geht. Auch als Werkstatt kann man das durchaus mal machen. Dann steckt man vielleicht mal den Gewinn mal einen Millimeter zurück. Das ist ein Auto. Nimm ein Auto im Monat für etwas bedürftigere Leute. Nimm ein Auto im Monat, nimm's dabei und sag's keinem. Mach's einfach. Man muss ja keine Werbung damit machen. Es gibt auch Anwälte, die pro bono arbeiten. Mal drüber nachdenken, was Kundenbindung bedeutet. Ich habe hier auch schon Autos verschenkt. Ich habe mal einen Ibiza reingekriegt mit Faltdach, mit 1,5 Jahren TÜV. Tolles Auto. Aber zu dem Zeitpunkt war der Markt einfach so übersättigt, habe ich der Nachbarin geschenkt. Die hatte gerade frisch den Führerschein. Hier, nimm mit. Ja, und ein Jahr später oder 2 Jahre später hat sie ein Polo bei mir gekauft. Was hätte ich von dem Ibiza gehabt? Ich habe 100 Euro für das Ding bezahlt. Der fuhr einwandfrei, bis auf das Kupplungsseil war gerissen. So, ich habe ein neues Kupplungsseil reingebaut für 13 Euro noch was. Stunde Arbeit. Ja, ich weiß. Seat, Ibiza, Kupplungsseil, vierfach gebrochener Arm. So, dann habe ich ihr das Ding geschenkt, ne? Weil der Markt einfach an Kleinwagen übersättigt war und ihr Vater hatte einfach das Geld im Moment nicht. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich sagen, nee, ich will aber 500 Euro für das Auto haben oder ich will 1000 Euro für das Auto haben? Dann habe ich gesagt, nimm mit, das Ding. Kann ich nicht gebrauchen. Ich habe ihn ja wiedergekriegt. Ne? Nachdem sie ihn benutzt hat, habe ich ihn wiedergekriegt, habe die verwertbaren Teile ausgebaut und der Rest ging weg. Der war dann wirklich auf, ne? Aber die 2 Jahre Erstfahrzeug hat er locker durchgehalten, ganz bequem. Trotzdem nicht nach dem Öl geguckt wurde.
So, und genauso ist das mit Reparaturen an solchen Fahrzeugen. So, der Mann hat jetzt 700 Euro für ein Auto ausgegeben. Möchte ich jetzt von meinem Kfz-Mechaniker hören? Ja, sowas kannst du auch nicht kaufen. Ja, hallo? Das möchte ich nicht hören. Ich möchte hören, ich guck mal, was ich machen kann. So, wie gesagt, der Motor ist in einer Stunde draußen. Das ist 2 Stunden Arbeit bei diesem Auto. Wie gesagt, die komplette Front, das ist alles entnehmbar. Die Front, ne, viele auch von meinem Kanal kennen den Olli. Der hat bei dem Caddy 6K, hat er den Motor gewechselt. Die Front, das sind 15 Minuten. Ist die komplette Front ab. Der Motor sind ein paar Schrauben, zack, raus. Am besten gleich mit Getriebe. Ja, kann man sich den ganzen Kram auch angucken. So. Machen außerhalb des Fahrzeugs, wieder rein damit. Ja, man muss nicht bei jeder Reparatur Millionär werden. Das ist, wenn ich mir die Preise da anhöre, Quark, völliger Quark. Ja, 700, 800 Euro eine Kupplung. Wo lebt ihr eigentlich? Die Leute haben schon kein Geld. Und es wird nicht besser werden, dass die Leute wenig Geld haben. Nein, ganz im Gegenteil, es wird sogar noch weniger werden. Ja, und dann die Leute auslachen, weil sie sich ein billiges Auto gekauft haben, das geht nicht. Tut mir leid. Wie gesagt, im Moment halte ich das noch für ein Fake. Das ist garantiert kein Tuntenfahrzeug gewesen. Ist mir bei einigen Fahrzeugen da aufgefallen. Aber, naja, wie zum Beispiel dieser Polo, der dieses mikroskopisch kleine Loch da hatte. Ja, dann schweißt das Ding zu und hör auf, die Leute über den Tisch zu ziehen. Verbal jetzt gesehen, ne? Ja, dann hat er halt TÜV gekriegt. Dann hat der TÜV-Prüfer mal einen Tag, einen blöden Tag gehabt und hat dieses Scheißloch nicht gesehen. Dann schweißt das zu, nimm Fuffi. Und dann ist gut. Was dauert das denn da? Einmal kurz den Teppich anheben, einmal durchschweißen, versiegeln, wiedersehen. Und fährt die gute Frau mit dem Auto. Für mich war das auch ein Auto vom Schrottplatz. Oder irgendwo zugekauft. Das ist mir zu viel Fake. Deswegen habe ich die deabonniert bei mir. Das nervt mich nur noch. Das ist, vielleicht gehen dir die Fälle aus oder sowas in der Richtung. Ja, dann kann ich darüber nicht berichten. Punkt. Wenn ich keine habe. Oder ich mache ein Tutorial oder weiß der Teufel oder irgendwas. Aber nicht irgendwelche Autos irgendwo suchen, die man dann schlecht machen kann. Immer natürlich alte und günstige Fahrzeuge. Ja, das ist, es gibt Menschen auf diesem Planeten, beziehungsweise in diesem Land, die haben einfach kein Geld. Die müssen aber jeden Tag zur Arbeit, damit sie das wenige Geld, was sie überhaupt haben, überhaupt erstmal kriegen. So. Den versucht man dann zu helfen. Bei den Flutopfern groß rumproleten, aber hinterher die Hilfe plötzlich komplett einstellen, das ist nein. Geht gar nicht. Tut mir leid. Das geht einfach nicht. So macht man das nicht, so geht man nicht mit Kunden um, fertig. Und deswegen, weil ich davon ausgehe, dass sie so mit Kunden nicht umgehen, denke ich auch da. Das ist hoffentlich ein Auto von Schrottplatz gewesen oder sowas in der Richtung. Den Kilometerstand hätte ich übrigens gerne mal gesehen. Und wie man hier sieht, die Kompressionsunterschiede sind durchaus normal bei diesem Motor. Der fährt aber auch noch 100.000. Das ist kein Witz. Der hat jetzt kein neues Öl und nichts drin. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, testen. So, und jetzt lassen wir ihn das erste Mal durchdrehen. Vorne schön matschig. Macht nichts. Ich besorge mal eben eine Batterie. Man hat es gerade gehört. Die gibt auf. Bis gleich. So, andere Batterie ist dran. Schauen wir mal. Welcher war der Schwächste?
Der dritte, ne? Jetzt schauen wir uns den nochmal an. Und diese Riefen im Zylinder, die da gezeigt wurden, ne? Ich bin mit schlimmeren ohne Ölverbrauch gefahren. In meinem Land Rover. Und das ist ein Diesel. Also bitte. Ne? Das ist wirklich ein erhebliches Dauer-Mimimi in Bezug auf alte Fahrzeuge. Notfalls nimmt man den Kopf ab und holt da mal eben einmal durch. Mein Gott, wo liegt das Problem? Wozu sind eigentlich Azubis da? Dann zeige ich denen nochmal, wie sowas geht. Na super, Anschauungsprojekte. So, jetzt sind wir langsam weg. Aber verliert Druck. Also zu Deutsch, ich habe wieder nicht richtig festgezogen. Es ist mit diesem Kompressionsmesser auch echt lästig, muss ich sagen. Ansonsten brauche ich jetzt einen zweiten Mann und den habe ich gerade nicht da. Frau ist gerade unterwegs Kräuter zu sammeln. Ihr habt gerade gesehen, das Öl habe ich abgelassen. Ja, jetzt rutscht das Ding schon wieder raus. Egal. Das Öl habe ich gerade abgelassen und die Kompression verbessert sich auf jeden Fall. Hätte ich das Öl drin gelassen, hätte ich die Kolbenringe jetzt quasi abgedichtet damit. Habe ich aber nicht, das ist hier draußen. Ja, die lösen sich durchaus mit gutem Öl. Das ist bei diesem Fahrzeug genau das gleiche. Wenn der jetzt nach 2 Jahren wieder auf die Straße geht, der muss eingefahren werden. Ganz einfach. Der kriegt vernünftiges Öl. Und neue Kerzen etc., neue Filter. Dann läuft der weiter. Der hat keine Lebenszeitbegrenzung in dem Sinne. Und der hat 300.000 Kilometer knapp runter. Und das ist für mich keine Grenze. Kerzen wieder rein, die alten. Und mal gucken. Ja, ich weiß, dass ich normalerweise nicht mit der Knarre ansetzt, aber ich habe jetzt nach 30 Jahren wirklich raus. Stimmt gar nicht, sind wir gar nicht 30 Jahre. 32 Jahre. Also offiziell im Beruf. Vorher auch schon geschraubt. Aber ich denke mal, eine Vespa ist jetzt nicht so wirklich relevant. Dann schauen wir mal. Zweimal, dreimal und wir haben einen Vierzylinder. So, wollen wir mal gucken, wie er sich verhält. Wahrscheinlich genauso wie vorher. Wie gesagt, Druckverlust auf einem Zylinder heißt nichts, gar nichts. Und diese Riefen, die da gezeigt wurden, Pillepalle. So sehen neuere Mercedes nach 60.000 aus. Guckt euch gerne mal den Kanal Motorenzimmer an, dann lacht euch kaputt.
Wie gesagt, das ist ein völlig normaler Klang für diesen Motor. Völlig normal. Und so gut, wie der im Video lief, hatte der definitiv nicht diese Form bis der Beschädigung, dass er so totgesprochen wurde. Absolut nicht. Nicht möglich. Ja, es ist so das Restöl, was rausgeflogen ist. Dieses Tickern im Übrigen ist kein Hydrostößel. Ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, welchen Unterschied Öl ausmacht. Ihr hört ihn jetzt, ne? Okay. Der wird jetzt ein bisschen überfüllt. Das ist extrem dünnflüssiges Leichtlauföl, 5W30. Der war Mitte Peilstab. Ich denke mal, es ist ein bisschen überfüllt. Aber kann ihn nur gut tun. Er wird ja jetzt nicht getreten. Es geht darum, den Motor zu regenerieren und nicht damit ein Rennen zu fahren. Wie man hört, das ein oder andere Tickern ist weg. Ne? Wie gesagt, man kann so einen Motor sehr leicht manipulieren. Das war mir zu suspekt. Ich kenne diese Motoren von innen und von außen. Ich habe die komplett revidiert, ich habe die komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Und da ist der restliche Geräuschkulisse auch weg. Und das alles nur mit Öl. Interessant, oder? Vielleicht das nächste Mal ein bisschen transparenter testen, dann kommt man nicht auf solche Ideen. Also wie gesagt, diese Laufspuren im Zylinder, totaler Quatsch, totaler Quatsch. Wegen dieser Laufspur im Zylinder wird kein Motor Öl verbrauchen. Ja, jetzt ist das Öl einmal komplett durch den Motor und jetzt ist Ruhe. Jetzt hört man nur noch den lauten Auspuff, das war's. Na gut, im Hintergrund arbeitet natürlich ein Motor, eine Nockenwelle und so weiter, ne? Aber klar, es ist jetzt nichts mehr da, was irgendwie stört. Ja, und wie gesagt, nochmal, 279.000 Kilometer runter. Kein Problem. Deswegen halte ich das ganze Video für ein Fake. Ja, okay, das war's erstmal von hier. Ja. Sollte ich mich denn irren und es gibt diesen Kunden wirklich mit diesem Sierra Rosa, hier mein Angebot. Reparier dir dein Auto. Im Budget. Das Witzige ist, ich lasse das sogar machen.
weil ich dafür keine Zeit habe. Deswegen ist übrigens das Ventil für den Aktivkohlefilter, ne? Das ist nicht der Motor, das Clicking. Ja, ich repariere dein Auto. Das lasse ich sogar machen, dafür habe ich eine Werkstatt. Es gibt nämlich Werkstätten auf diesem Planeten, die werden von Leuten betrieben, die kommen aus Ländern, die müssen Nachhaltigkeit betreiben. Seit der eine Kollege da sein Elektroauto hat, sind alle Autos, alle alten Autos und der Herr Faul wahrscheinlich auch noch überflüssig. Finde ich langsam etwas traurig, wie der mit dem umgeht. Ernsthaft. Ja. Nee. Also wie gesagt, sollte es dieses Auto wirklich geben und diesen Besitzer wirklich geben, ich repariere den. Du bleibst im Budget, ich hole den sogar aus Köln ab. Kein Problem. Dafür sammle ich dann unter meinen Abonnenten, sammle ich einfach schlicht und ergreifend Spenden. Und mal gucken, ob wir da was zusammenkriegen, dass wir dir ein vernünftiges Auto dahinstellen. Du bleibst im Budget und ich guck mal, was ich machen kann, weil diese Autos als Schlachtfahrzeuge kriegst du für den 100er hinterhergeworfen. Auch mit 120.000, 130.000 Kilometern runter. Weil bei einigen schon die Katalysatoren geklaut wurden und die stehen dann im Netz für 100 Euro. So, die funktionieren teilweise erstaunlich gut. Da wird einfach Plug and Play der Motor getauscht und dann läuft die Kiste wieder. Der Kollege mit dem Caddy, unser Mann vom Flohmarkt, hat auch nicht mehr bezahlt für seinen neuen Motor. Und der ist glücklich. Ne? Vielleicht mal hier und da mal drüber nachdenken, wie man mit Kunden umgeht. Ne? Ja. Ist alles gut und schön, neue Werkzeuge, tolle Werkstatt, tolle Beleuchtung, alles super. Aber das Geld wird nie mehr. Mal drüber nachdenken, ihr beiden. So, der Gute geht jetzt wieder in Winterschlaf. Schönes Blau. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht nur einen von denen. Ich habe sie alle. Selbst den. Ach, guck mal, der gleiche Motor mit 1 Liter Hubraum. Also wie gesagt, ich kenne die Dinger schon ein bisschen länger. Eigentlich sehr gute Motoren. Ich habe ein paar davon. Und die fahren alle. Komisch, ne? Auch wenn die über 300.000 runter haben. Ja. Das ist so ein Hobby von mir. Also diese Wiese hier ist einfach nur mein Hobby. Das hier ist auch ein AUD-Motor, wie der im Video. Ne? Der läuft auch. Ne? Zündspule wieder dran bauen, fertig. Die brauchte ich allerdings. Ja. Auch ein schöner Motor, 160.000 gelaufen, läuft wie eine 1. Den brauche ich auch noch. Das gleiche in grün mit 60 PS. Ja, läuft auch. Ne, also wie gesagt, ich mache das schon ein bisschen länger. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.